8 von Chaco-san. Und zwar Chaco-san 2, ebenfalls wie sein Vollbruder 1, beheimatet bei René Tebel sowie seinem Sohn Maurice Tebel und derer Hengststation. Die Lord Pezzi-Tochter Lorettina ist seine Mutter, dann kommt Ferragamo und Ehrentusch. Ich muss da sehr viel Respekt der Hengstation René Tebel zollen, wie sie mit Light On, natürlich auch mit Chaco-san 1, dem Nationenpreissieger von Aachen, zweimalig, aber auch mit Chaco-san 2 und inzwischen, wer ihn in Frankfurt gesehen hat, auch Chacos Light aus der eigenen Zucht und aus der eigenen Aufzucht und Ausbildung immer wieder Spitzenhengste hervorbringt, die dann auch gegenseitig in Anpaarung wieder tolle Nachkommen präsentieren und produzieren. Das Chaco Blue Blood scheint sich bei dieser Mutter sowieso ganz gut zu vertragen. Die Financial Times vom Ferragamo hat mit Chaco Blue auch eine Tochter geliefert, Chaco's Lady, die auch bereits in der schweren Klasse erfolgreich ist. Auch Lord Pezzi, dieser Lacrosse-Sohn, der auf der Station Böckmann gewirkt hat, erscheint zweimal als Vater erfolgreicher Nachkommen dieser zweiten Mutter. Ja, vielen Dank, wenn es Ihnen gefallen hat. Bleibt vielleicht noch nachzutragen, der Chaco-san 2, das ist Chaco Blue, Lancer 3 und Pinocchio, unter anderem auch bei Contalou, seinerzeit Oldenburg-Siegerhengst, jetzt bei der Hengststation Schockemöhle beheimatet, findet sich genau diese Lancer 3-Mutter wieder, die Lanzlei, also scheinbar passt das Ganze unheimlich gut an das Blut des Contagos und in diesem Fall mit Chaco-san natürlich Chaco Blue. Dankeschön, die 8.
Die Katalognummer 5 gilt es vorzustellen. Und zwar ist dies ein Nachkomme des Carrera aus dem großen Hengstangebot der Familie von der Lagerbeck.